Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder jede Menge Telefonschnipsel mitgebracht. Jede Menge Schnipsel, lecker serviert auf unserem YouTube-Tablett. Laute Anrufe von Betrügern, naja, die es nicht geschafft haben, sich lange bei uns in der Leitung zu halten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Maxim Bußmann. Rede ich mit Herrn Steiner. Ich rufe Ihnen bezüglich Ihrer Anmeldung für automatische Handelssystem. Stimmt das? Ja, weiß ich doch nicht, ob das stimmt. Wo haben Sie denn die Anmeldung her? Also haben Sie registriert, ja? Nö. Interessant. Vielleicht haben Sie Werbung angeschaut oder haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Nö. So, vielleicht haben Sie da Ihre Daten eingegeben. Nö, ich denke, Sie werden irgendwo den Datensatz einfach nur illegal aufgekauft haben. Okay, naja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ciao. Ja, das wünsche ich mir auch. Na, was will man da noch großartig zu sagen? Netter Kerl, auf jeden Fall. Tja, aber am Ende trotzdem nichts anderes als ein, ja, Betrugsversuch. Guten Tag. Hallo, hallo? Ja, hallo, hallo. Herr Steinfeger? Jo. Herr Steinfeger, mein Name ist Alexander. Es geht um Ihre Anmeldung bei einer Handelsgesellschaft. Aha. Bei einer Handelsplattform. Welche Anmeldung denn? Bei einer Handelsplattform. Ja, und welche Anmeldung? Bei automatischer Trading. Sie haben bei uns registriert und Ihre Daten eingelassen. Wann denn? Das war bestimmt seit ein paar Monaten. Ja, das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Aber ich wollte Sie einfach fragen, ob das noch so sehr aktuell ist. Nee. Nicht mehr, oder? Seit? Nee, haben ja in der Zwischenzeit ungefähr 700 Milliarden Betrüger angerufen. Richtig. Tja, da war sie dann ganz schnell weg. Ein Wunder, denn letztendlich hat sie selbst zu den Betrügern gehört, die wir hier in dem Gespräch erwähnt haben. Einfach nur Wahnsinn, aber es rufen hier tatsächlich immer und immer mehr von diesen netten Betrügern an. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit dem Lummel Tutrin. Hallo Herr, ich grüße Sie, mein Name ist Thomas Nord. Ich melde mich vom Credit Capital Unternehmen, hoffe im Moment nicht gestört. Sie haben gerade eine Anmeldung an unsere Unternehmer gemacht, richtig? Wegen dem... Hallo? Ja. Sind Sie dran? Ja, ja, okay, super. In dem Fall, Sie haben die Registrierung an unser Unternehmen gemacht und meine Frage wäre an Sie, ob das zum ersten Mal für Sie ist oder haben Sie schon Erfahrung in Richtung Onlinehandel, Herr Tutrin? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Das war meine Antwort. Genau. Und was für eine Antwort ist das? Eine Antwort. Ja, ist das das erste Mal für Sie oder haben Sie schon früher gehandelt? Ey, du alter Stück Scheiß. Haben Sie ein Problem? Du Hurensohn. Aha, also sind Sie Kriminelle, oder? Tja, also ich glaube, da muss man nicht wirklich weiter was ausführen zu dem Gespräch. Hier hat der Betrüger ziemlich schnell sein wahres Gesicht gezeigt und, naja, was eigentlich seine Absicht ist. Uns wahrscheinlich nur zu beleidigen. Tja, so ist es halt mit den Betrügern, wenn die keinen Ausweg wissen und, ja, der Anruf eigentlich nur den Grund hatte, ja, an Geld zu kommen. Da hat man dann halt natürlich auch keine vernünftigen Argumente. Guten Tag, Herr Bratwurst. Ja. Herr Bratwurst, mein Name ist Alexander. Ich rufe gerade von einer Handelsgesellschaft an. Von welcher denn? Von das Kapital. Sie haben auf unserer Plattform Ihre Daten eingelassen, bezüglich einer automatischen Trading. Sie meinen eingetragen, nicht eingelassen. Bitte? Sie meinen eingetragen, nicht eingelassen. Ja, Sie haben registriert. Ja, so. Aber noch nicht Ihr Konto aktiviert. Ich wollte Sie fragen, ob das noch für Sie aktuell ist. Weiß ich nicht, wann habe ich denn die Eintragung da gemacht? Bestimmt seit ein paar Monaten. Naja, eigentlich müssen Sie das ein bisschen genauer wissen und nicht nur bestimmt ein paar Monate. Laut Datenschutzgesetz müssen Sie mir ja sagen, wo Sie die Daten her haben. Ja, wenn ich sage Ihnen vor 2 Monaten, es ist... Naja, mit Datum, Uhrzeit und Zeitstempel. Habe ich nicht. Ja, dann ist es ein illegaler Werbeanruf. Woher? Dann habe ich Ihre Kontaktdaten. Ja, weil es ein illegaler Werbeanruf ist, denn wenn Sie die Daten ja irgendwo illegal aufgekauft haben, wenn Sie mir nicht sagen können, wann und wo genau. Ja, das bedeutet, dass bestimmt woanders haben Sie diese Daten eingelassen. Nee, das bedeutet, dass Sie illegal anrufen. Bedeutet das nicht? Doch. Herr Pratzus, bestimmt bevor
Kennen Sie denn die deutsche Datenschutzgrundverordnung? Ist Ihnen die bekannt? Ja, das ist mir Na, dann bekannt. Wissen Sie ja, dass Sie auch nicht anrufen dürfen ohne ein Double Opt-in, oder? Ja. Na, sehen Sie, und warum rufen Sie dann an ohne Double Opt-in? Sie können mir ja schließlich nicht mal sagen, wo Sie das Opt-in herhaben und wann. Ich habe Ihnen das gesagt. Nee, haben Sie gerade nicht gesagt. Vielleicht. Ja, ein paar Monate ist keine Aussage, das ist Quatsch. Herr Passos, es spielt aber keine Rolle. Doch, das spielt eine Rolle. Meine Frage ist, ob Sie daran interessiert oder nicht. Das ist alles. Meine Frage wäre, sind Sie denn daran interessiert, vielleicht mal einen anständigen Job zu machen, als die Leute am Telefon irgendeine Scheiße zu verkaufen? Ich verkaufe keine Scheiße. Doch. Sie arbeiten illegal. Nee. Doch. Sie arbeiten illegal. Natürlich. Und Sie rufen mich auch mit einer gespooften Telefonnummer an. Das ist auch noch illegal. Alles klar, Herr Bratzos. Ich habe Sie verstanden. Danke sehr und alles Gute. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Die haben wir hier auch ziemlich schnell entkräftet mit ihrem tollen Gespräch. Tja. Sie weiß selber eigentlich, dass sie ein Double Opt-in braucht, um einen Werbeanruf zu starten, interessiert sich aber nicht wirklich dafür. Tja, und versucht einfach in ihrem Skript weiterzumachen, bis sie denn letztendlich einfach aufgelegt hat. Tja, die Abschlussreaktion, die kennt man ja von den Betrügen. Einfach auflegen und das war's dann mit dem Gespräch. So entkommt man einfach jeglicher Diskussion. Ja? Schönen guten Tag, ja, Gertrud, hören Sie mich? Mhm. Matteo Meyer spricht am Apparat. Ich rufe Sie von Sicherheit und Überwachungsabteilung von SATFA. Wie ist Ihr Name? Name? Matteo Meyer. Meyer? Ja. Aha. Wo haben Sie denn den Namen her? Wie bitte? Wo Sie Ihren Namen her haben? Matteo. Ja, und den Nachnamen Meyer, wo haben Sie denn den Namen her? Meyer, nicht Meyer. Meyer. Ja, ist ja egal, aber woher haben Sie den Namen denn? Wie bitte nochmal? Woher Sie den Namen haben? Ihr Name ist Gertrud Steiner, ja? Woher Sie Ihren Namen haben? Und jetzt antworten Sie nicht mehr, oder was? Wie bitte nochmal? Die Frage war, woher Sie Ihren Namen haben? Matteo Meyer. Ja, und woher haben Sie diesen Namen? Wie bitte? Woher Sie diesen Namen haben? Also Sie brauchen jetzt hier keine technischen Schwierigkeiten irgendwie vortäuschen. Ihren Namen? Nein, Ihren Namen. Woher Sie Ihren Namen haben? Meinen Namen, ja? Ja. Was haben? Ja, woher haben Sie den? Sie sind ja offensichtlich nicht deutsch. Ach so, das ist egal. Ja, Steine. Finde ich nicht egal. Okay, kleinen Moment. Ich rufe Sie von Sicherheit und Überwachungsabteilung von SATFA. Das ist internationale Gesellschaft. Die Unternehmen arbeitet gegen Geldwaschen und gegen Betrugshandelsplattformen. Und außer das Unternehmen ist geklappt zu Blockchain A. Erstmal, ich gebe Sie Bescheid, dass wir haben Informationen gekriegt, dass Sie auf dem Finanzmarkt Geld investiert und verloren haben. Das ist richtig, oder nicht? Nee? Das ist falsch. Okay, aber Ihr Name ist Gertrud Steiner, ja? Steiner. Aber warum ist Ihr Name und Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse in Blockchain? Ja, das kann ich Ihnen erklären, weil irgendeine Betrügerfirma, also Sie, haben das aufgekauft, die Daten. Moment. Sie haben ein großes Problem, Herr Steiner. Ja. Mm-mm. Momentan an Ihrem Name eine illegale Brieftasche in Blockchain. Warum ist? Handelsplattform, ja, ist ja nicht der Fall. Kleinen Moment, Handelsplattform, wo Sie Ihres Geld investiert haben, war Kriminalplattform. Hab ja nichts investiert. Welche hat Ihren Namen und Ihres Geld für illegale Transaktionen benutzt? Also das Skript, was Sie da vorlesen, funktioniert nicht, weil ich habe nichts investiert. Aber warum ist Ihr Name und Ihres alles Informationen in Blockchain? Das habe ich ja gerade gesagt, weil Sie das illegal aufgekauft haben, die Daten, um dann dieses Skript davor zu lesen, was keinen Sinn ergibt. Herr Steiner, Sie machen eine Transaktion in Blockchain, ja? Bitcoin gekauft, das ist richtig, ja? Nee. Okay, keine Probleme. Ihres Geld nach Waisenhaus überweisen, okay? Okay. Was? Ihres Geld nach Waisenhausüberweisung. Das ergibt gar keinen Sinn, den Satz. Herr Steiner, momentan an Ihrem Namen existiert eine illegale Brieftasche in Blockchain. Wir sollen Ihnen daran helfen, damit Sie Ihres Geld zurückkriegen. Meine Manager hilft auch. Okay. Ja, wie soll ich denn Geld zurückkriegen, wenn ich keins eingezahlt habe? Okay, aber Ihres Geld nach Waisenhausüberweisung, okay? Der absolute Wahnsinn. Also von vorne bis hinten kein
Sinn und Verstand für das gesamte Gespräch. Also, worauf das hier abzielen sollte, ist, denke ich, klar. Es ist quasi der Betrug nach dem Betrug. Man hat angeblich irgendwo investiert und, naja, nun meldet sich der tolle Retter in der Not, um einem zu helfen. Naja, dass die aber auch nur darauf abzielen, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das hat er vergessen zu sagen. Ja. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Lips, ja? Ja. Diana Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles in Ordnung? Ja. Okay, Herr Lips, ich rufe Sie an von Trading Academy, weil Sie haben schon Interesse gezeigt, online Profite zu generieren. Online eine passives Einkommen zu haben. Bin ich korrekt, ja? Ich weiß nicht, ob Sie korrekt sind. Ich habe Ihnen gefragt, sind Sie korrekt oder bin ich korrekt oder nicht? Haben Sie Interesse gezeigt oder nicht? Also ich weiß ja nicht, ob Sie korrekt sind, aber ich weiß auch nicht, ob ich Interesse gezeigt habe. Womit denn? Über Finanzmarkt. Sie haben Interesse gezeigt, Online-Profite zu generieren, Online-Handel zu machen. Aha. Okay. Ja, okay. Herr Lips, haben Sie schon probiert, vielleicht bis jetzt Online-Handel zu machen? Nee. Mit Forex, Aktien, Bitcoin? Nee. Oh mein Gott. Ich habe Ihnen gefragt, haben Sie schon bis jetzt Investitionen gemacht? Ja, und das war's schon wieder von diesem netten Gespräch. Tja, stellt sinnlose Fragen, wundert sich über die Antwort, kann damit nichts anfangen und beendet dann einfach das Gespräch und legt auf. So stellt man sich doch eine professionelle Beratung von der Bank vor. Tja, dass das hier aber nur Betrüger sind, sollte man auf jeden Fall wissen. Denn wenn man hier genau die richtigen Antworten gibt, so wie man vielleicht sonst ja antworten würde, ja, dann entsteht hier draus eben das kriminelle Verkaufsgespräch, um euch Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Einen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schaum? Nee, Herr Steinfeger. Ach so, es tut mir leid für die Störung, ja? Hä? Sehr doof. Hallo. Nennt mich beim Vornamen und... Es tut mir leid für die Störung, ja? Ich dachte, Sie wollen den Herrn Steinfeger sprechen. Hallo. Ja, was denn? Haben Sie Interesse, Ihren Account zu aktivieren? Was ist denn für ein Account? Hallo. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet, ja? Ja, wo denn? Wie wär's, wenn Sie sich mal vorstellen? StocksDC! Bei StocksDC! Manuel Busch sind meine Namen. Ja? Manuel Busch? Und ich... Genau, Manuel Busch. Und wer soll Ihnen den Namen glauben bei dem Akzent? Naja, warum nicht? Das ist ja unglaubwürdig. Haben Sie Interesse, Ihren Account zu aktivieren oder nicht? Ja, nicht bei Betrügern. Alles klar, dann. Tut mir leid, ja? Ja. Ja, dann leg auf. Tja, einfach mal wieder so ein sinnloses Gespräch, was keinen Verstand hat. Und auch keinen Zweck. Und was es gebracht hat, weiß ich auch nicht. Tja, so ist das, wenn die Betrüger jeden Tag bis zu 40, 50 oder 60 Mal hier auf der Leitung anrufen. Ja, hallo? Hallo? Ja. Schönen guten Tag, spreche mit der Steinfeger. Ja. Mein Name ist Sandy, ich melde mich von StocksDC, es geht um Onlinehandel. Wie ist Ihr Name? Sie haben sich bei uns registriert. Andi Jäger. Jäger? Jäger, ja. Okay. Sie haben sich bei uns registriert. Wo denn? Bei StocksDC. Aha, wann denn? Das ist in März. So, das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Kann sein, ja. Ja, und deshalb melde ich mich bei Ihnen. Ich muss Sie dabei unterstützen, Ihr Konto aktiv zu machen. Ja, ich will ja mein Konto nicht aktiv machen bei Ihnen. Warum haben Sie sonst registriert? Ja, ich war über eine Werbung und dann wurde ich ja einfach bei Ihnen registriert. Also ich habe mich nicht bei Ihnen registriert, sondern in einer Werbung. Genau, das war ja unsere Werbung. Ja. Und dann habe ich mir Ihre Seite angeguckt und dann fand ich die nicht seriös und habe es gelassen. Okay, gut. Ja. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Und, möchten Sie noch machen oder nicht?
Dann habe ich doch gesagt, ich fand sie nicht seriös und dann habe ich es gelassen. Aber haben Sie es probiert? Wissen Sie, wie es funktioniert? Ja, aber nicht bei Ihnen. Ja, also können Sie nicht sagen, dass unsere Seite nicht seriös ist. Nur doch, Sie es nicht gesehen haben. Ich habe das zur Seriosität gehört und deswegen habe ich es gelassen. Und die Beiträge über Sie, über Ihre Firma, ist ja auch nicht gerade besonders gut. Im Internet kann ja sehr, sehr viel stehen. Heißt ja aber nicht, dass wir, ja, das auch stimmt. Aber wenn es ausschließlich schlechte Kommentare sind, dann lässt man da lieber die Finger davon. Na gut, wenn Sie der Meinung sind, dann bin ich damit einverstanden. Mhm. Gut, alles klar. Ciao. Winke, winke. Winke. Naja, also mal davon abgesehen, dass dieser nette Herr hier ein bisschen begriffsstutzig war, so gehört sich's aber dann am Ende auch, dass der einfach auflegt und es dann auch dabei belässt, wenn der Kunde da keinen Bock mehr drauf hat und, sein Geld da nicht versenken will. Der ein oder andere Betrüger, der fängt ja hier sehr gerne dann an zu beleidigen, wenn er nicht das bekommt, was er sich vorgestellt hat. Der hat hier mal tatsächlich vernünftig reagiert. Ein Betrüger bleibt's leider trotzdem. Ja? Hallo? Herr Steiner? Ja. Guten Abend, mein Name ist Stern. Ich melde mich von Top Trade 500. Ich glaube, ich störe Sie nicht, oder? Doch. Störe ich Sie? Ja. Dann wann soll ich mich melden, Herr Steiner? Weiß ich nicht. Wann hätten Sie denn Zeit? Na, jetzt nicht. Okay, wie sieht's aus mit Montag? Ja, meinetwegen. Welche Uhrzeit? Keine Ahnung, so nach 16 Uhr oder so. Okay, super. Dann melde ich mich nochmal Montag nach 16 Uhr, okay? Alles klar. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss. Tudelü. Ein ziemlich verwirrendes Gespräch. Auch wenn der Inhalt klar ist. Ja, sie will sich nochmal melden. Aber irgendwie war es dann doch am Ende ziemlich verwirrend. Machen wir mal weiter. Ja, hallo. Hallo, Herr Paul? Ja, den hab ich dort rein. Guten Abend, hier ist Daniel aus globalem Finanzmarkt, Herr Paul. Sie haben ihn bei uns registriert. Ja, aber würden Sie mich mal bitte mit meinem Nachnamen ansprechen und nicht mit meinem Vornamen? Herr Gerda. Hm. Super. Also Sie haben in globalen Finanzmarkt Ihre Handelskonto erstattet, haben Sie gezeigt Interesse an Kryptowährungen, richtig? Ist das gleiche Interesse bei Ihnen, wenn man da ein Konto erstellt hat, ja? Ja. Ich habe ja nur mal geguckt. Bitte? Ich habe nur mal geguckt. Und du? Sie sind in globalem Finanzmarkt, verstehen Sie? Ja. So kann sein. Und du? Ich bin Ihre Persona-Kontoberaterin. Wir müssen zusammen Ihre Konto aktivieren, dann können Sie weiter Investitionen machen. Oh, das ist ja ein Zirkens. Wie muss ich denn das machen? Schmetterling, du sagst ja auch nicht mehr. Na, was denn du? Herr Gerda, Entschuldigung, gute Nacht. Ja. Tschüss. Gute Nacht, mein Zuckerpüppchen. Ja, ich glaube, das können wir dann mal so stehen lassen. Schreibt gerne mal ein bisschen was in die Kommentare dazu. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Gerd. Ist das also die Nummer von Herr Paul Gerda, ja? Oder? Mhm. Genau. Also Herr Gerda, am Apparat ist Richard Neuhaus Handelsplattform. Mhm. Sie haben sich registriert für Handel, ja? Deshalb rufe ich an. Mhm. Ja. Also, ich bin Ihr Kundenberater und bin ich hier in weitere Informationen geben und helfen Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Mhm. Haben Sie schon welche Fragen? Nö. Okay, also, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich, oder? Welchen? Leute abzocken? Ja. Was meinen Sie? Mhm. Hab was meinen Sie, Abzocker? Antwortest du auch? Nee? Was denn du? Was ist los? Na, habt ihr denn noch Jobs frei? Vielleicht kann ich ja mithelfen, auch ein paar Leute abzocken. Sind Sie ein YouTuber? Mhm. Okay. Ja. Tschüss. Da hast du heute bestimmt noch ein paar tausend Datensätze vor dir.
Oh je, der war auf jeden Fall schon genervt von den YouTubern. Aber ich finde es interessant, dass die da ziemlich schnell in letzter Zeit drauf kommen. Ist uns ja schon das ein oder andere Mal öfters aufgefallen, dass die jedes Mal, wenn der Kunde nicht mitspielt, direkt die YouTuber dahinter vermuten. Das zeigt auf jeden Fall, dass das Ganze, was wir hier überhaupt machen, auf jeden Fall Wirkung und Früchte trägt. Ja. Hallo. Ja, hallo. Jan Philipp, mein Name. Spreche mit Herrn Gerald Gabelbieger. Ja. Ich melde mich aus dem Unternehmen TradeFX. Der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, Sie haben Interesse an dem Finanzmarkt gezeigt. Sind Sie noch aktiv? Nee. Haben Sie was früher gemacht oder planen Sie was zu machen? Nee. Gar kein Problem. Tja, also mal ganz davon abgesehen, dass er sich dann nicht mal verabschiedet hat von seinem potenziellen Kunden, der dann keine Lust hatte auf das Ganze. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist zwar nett, aber einfach auflegen, tja, das zeigt einfach nur wieder, was da für jemand angerufen hat. Niemand, der euch irgendwas schenken wollte. Der hatte halt einfach keinen Bock mehr. Normalerweise läuft es ja so, dass man sich, wenn man jetzt keinen Erfolg hat mit dem Verkauf, verabschiedet man sich ja eigentlich. Tja, aber das finden die Betrüger in vielen, vielen Fällen nicht für nötig. Tja, aber es geht halt auch einfach nicht darum, dass sie irgendeinen guten Ruf hinterlassen. Denen ist scheißegal. Die rufen entweder sowieso nochmal bei euch an und es spielt dann eh keine Rolle. Ja, oder halt auch nicht. Ne? Also es ist bei Betrügern egal. Die rufen halt beim nächsten an danach. Ich finde, man kann es ganz gut immer damit vergleichen mit Gastronomie im Urlaub. Wenn man so in Urlaubsgebiete fährt, ist es ja ziemlich oft so, dass die Gastronomie mehr als dürftig ist. Ganz einfach, weil genug Laufkundschaft da ist. Also es ist nicht nur in der Gastronomie so, ist auch mit Geschäften so. Da kümmert sich keiner um euch, weil letztendlich der Nächste, der steht ja schon vor der Tür und ist dazu bereit, Geld auszugeben. Und genauso läuft es, glaube ich, auch einfach bei den Betrügern. Wenn man sowieso keinen guten Ruf braucht, weil jede Menge neue Kundschaft vorhanden ist, ja, warum soll man denn auch einen guten Eindruck hinterlassen? Ja, guten Tag. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Lisa Gomez, mein Name, ich grüße Sie. Aha. Ich rufe Sie an von der Anlageberatungsfirma und ich wollte gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt zu teilen. Weil wir rufen nur die Leute, die Interesse gezeigt haben, unbekannt sind. Aha. Und bestimmt haben Sie bis jetzt Erfahrung gemacht mit Finanzmarkt, oder? Nee. Und was für eine Erfahrung haben bis jetzt? Eine positiv oder negativ? Ja, bei nö gibt es ja keine weitere Antwort dazu, oder? Entschuldigung? Ja. Genauso wie ich es gesagt habe. Vielleicht sitzen Sie da in dem Fall in einem falschen Raum. Ist ein bisschen lauter bei Ihnen. Hören Sie mich besser? Nee. Tja, hier war wieder ganz klar zu hören, dass die Lautstärke da im Hintergrund viel lauter war als die nette Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin selbst ist hier, ja, hochgefiltert, dass man sie versteht. Und, naja, letztendlich hört man es auch an meiner Stimme, dass ich definitiv viel leiser bin als der Rest. Im Gespräch mit ihr war hier überhaupt nichts zu verstehen, weil der Hintergrund einfach nur extrem laut war. So ist es halt, wenn da so viele Leute sitzen und gleichzeitig die Menschen betrügen. In diesen illegalen Callcentern ist es ja oft so, dass verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Sprachen, die sie halt eben sprechen, alle in einem Raum sitzen und auf Masse das Ganze abtelefonieren. Alle Datensätze einfach durchklimpern. Hallo? Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schaar. Bianca Sanchez ist am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles bitte. Gut bei Ihnen? Zunächst heißt es nicht Herr Schaar, sondern Herrn Steinfeger. Also spreche ich mit Rudolf Schaar. Ach, Herr Schaar, wollen Sie sprechen? Ja, einen Moment. Okay. Tja, eigentlich wollte ich die nette Tante dann durchstellen zu dem Herr Schaar, aber sie hat dann einfach aufgelegt. Tja, so ist das halt, ne? Schade, schade, aber dadurch entstehen halt eben diese vielen kleinen Schnipsel. Ja, hallo. Hallo, guten Tag, ja, Günther, hier ist David Carlson, Ihr Kontomanager von Handelsplattform BQQ. Wie geht es Ihnen? Aha, ganz entzückend.
Freut mich. Herr Günther, ich rufe wegen Ihrer Anmeldung unter unserer Werbung. Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt online zu handeln. Das stimmt so, ja? Aha, wo haben Sie das denn her? Tja, und auf diese Frage hat er mir dann keine Antwort gegeben. Könnte daran liegen, dass er dann da schon vermutet hat, dass das kein Verkauf mehr wird. Denn wenn der Kunde ungemütliche Fragen stellt, dann haben sie da keine Lust weiterzumachen. Hallo? Ja, hallo? Guten Tag, Herr Günther, ich grüße Sie. Hier spricht Amy Michele. Ich melde mich wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt handeln. Verstehen Sie ja, was ich meine? Hallo? Hallo? Es geht zum Online-Handeln. Haben Sie Erfahrung in dieser Richtung oder noch nicht? Ja. Haben Sie? Sind Sie damit zufrieden? Ja. Sehr gut. Und womit haben Sie gehandelt? Mit welcher Vermögenswerte? Schlüpfer. Ach du Arschloch. Was? Selber Arschloch. Fick dich. Ciao. Haben Sie eine Macke? Wenn Sie mich fragen, womit ich handle, dann antworte ich. Ich habe mit... Ja, ganz genau so stellt man sich dann auch das Gespräch vor, wenn jemand Fremdes bei euch anruft. Man antwortet einfach auf das, was sie ja hören wollte, ihr gefällt die Antwort nicht und dann wird man halt direkt beleidigt. So ist es halt, wenn man Betrüger in der Leitung hat. Ja, bitte? Hallo? Ja, hallo? Ja, wen habe ich denn da? Ja. Mit was spreche ich denn? Mit wem? Ja, mit wem spreche ich? Das habe ich zuerst gefragt. Ja, aber Sie antworten nicht, wenn ich erst frage. Jetzt. Sie haben ja nicht zuerst gefragt. Stimmt es? Was? Ja, ich habe gefragt, also circa vor ein paar Stunden. Was denn? Aber dann haben Sie Mailbox eingeschaltet. Und Sie haben gesagt, dass Sie meine Nummer blockieren können. Ich habe nichts gehört. Okay. Jetzt höre ich wieder nichts. Ja, was möchten Sie denn? Ja, dann nein, reden wir halt gesagt. Nicht. Was? Ja, ich habe schon gesagt. Ja, es kommt ja nichts durch, wenn du dein Mikrofon immer ausmachst. Also, mein Mikrofon ist immer eingeschaltet. Ja, war gerade dumm. Ja. So, was willst du denn jetzt? Ja, ich habe schon gesagt. Ja, ist ja nicht angekommen hier. Ja. So, was willst du denn jetzt? Ja. Also, darf ich fragen, warum Sie in so betrügerische Firma arbeiten? Sie arbeiten doch in einer betrügerischen Firma. Warum arbeiten Sie in so betrügerischer Firma? Mach ich ja nicht. Nein, Sie arbeiten dort. Ja, bei der Betrügerannahmestelle. Wie gefällt Ihnen das? Wie gefällt Ihnen das? Ja, das sagt der Betrüger. Junge, du bist ein Betrüger, mehr nicht. Ja? Ja. Mit viel zu viel Langeweile, glaube ich. Warum machen Sie das? Ja, damit ich dir ein bisschen Zeit klauen kann. Ja, aber warum machen Sie das? Na, damit ich deine Zeit klauen kann. Deswegen mache warum ich das. Stellen Sie einfach das Geld? Ja, damit das... Wie gefällt Ihnen solches Leben? Finde ich gut. Macht Spaß. Und warum haben Sie erstes Mal gesagt, dass Sie in dieser Firma nicht arbeiten? Ja, weil Sie ein Illegaler sind. Und warum antworten Sie mich jetzt das alles? Na, warum nicht? Vorhin hast du ja nichts gesagt. Verstanden. Schon armselig in okay, dann müssen Sie in die Polizei gehen. Ich habe euch ja schon gemeldet. Sie müssen das alles erzählen, dass Sie Betrüger sind. Ja, du bist ja der Betrüger. Doch. Du kannst mich damit nicht beeindrucken. Eigentlich bist du nur peinlich und langweilig. Und Schmutz. So, was willst du denn jetzt? Mäuschen? Willst du mal die Greta streicheln oder so? Wie bitte? Willst du mal die Greta streicheln? Da fehlt dir deine Intelligenz, ne? Nicht vorhanden. Naja, verbrauch ruhig noch ein bisschen deiner Zeit, ist ja nicht weiter schlimm. Hallo? Ja, und auf den netten Kerl hatte ich dann einfach keine Lust mehr und hab ihn dann zum Schluss in die Warteschleife gepackt. Denn hier war klar, was er vorhatte. Scambaiter ärgern, mehr hat er sicherlich nicht dahinter gesteckt. Denn ansonsten hätte er sich das ganze dumme Gelaber ja irgendwie auch sparen können. Tja, aber so ist es halt.
Immer wieder diese netten Anrufe von den Betrügern, wenn sie auf ihrer Pause irgendwie ein bisschen Langeweile haben, dann rufen sie direkt bei den Scambaitern an und nerven die dann so ein bisschen und erzählen irgendwelchen Quatsch. Tja, dafür habe ich eine tolle Warteschleife. Kann er da seine Pause verbringen. Guten Tag. Es liegt eine Nachricht für Sie vor. Guten Tag. Ihre Bestellung ist versandbereit, wird mit der UPS-Kurierdienst geliefert. Ihre Sendungsnummer 1Z71984Y7998901046. Telefonnummer 49.303.080.6689. Website www.ups.com. Dies war eine Nachricht von N-E-O-E-L-E-M-E-N-T. Gesendet am 29. Juni 2022 um 19.19 Uhr. Und das war der letzte Streich. Tja, aber was das jetzt genau war, ich vermute mal, es waren die Pimmelpillen, die wir mal vor kurzem bestellt haben, bei der netten Dame, in einem Video aus der letzten Woche, glaube ich, war es. Wahnsinn. Tja, da ruft ein komischer Automat an und erzählt einem, dass die Bestellung jetzt verschickt ist, ist ja auch erstmal alles in Ordnung. Nur, verständlich ist, glaube ich, anders. Aber gut, so ist es halt bei den Betrügern. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, ihr kennt ja die Geschichte mit dem Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich natürlich jederzeit gerne über einen Abo freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal und wir werden immer größer. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.